Hallo Leute und damit willkommen zum angekündigten Q&A. So, ja, die erste Frage kommt von VentoxPP. Er fragt, Hashtag fragt aus, weshalb hast du mit YouTube angefangen? Und ja, ich denke mal, da spreche ich für die meisten Gamer unter uns oder für die meisten YouTuber, die Gaming bringen. Ich habe natürlich aus Spaß angefangen, weil ich Spaß am Zocken hatte. Und dann dachte ich mir, ja, warum kann ich das nicht aufnehmen und irgendwie hochladen? Und dass ich jetzt halt so eine kleine Reichweite habe, kann ich so sagen, ist natürlich schon nice, dass so viele Leute einfach meine Videos enjoyen oder halt einfach schauen. Obwohl ich wahrscheinlich nicht der Unterhaltendste bin, trotzdem bedanke ich mich einfach für die ganzen Leute, die einfach generell einfach zuschauen. Hätte ich mir nie gedacht, dass irgendwann irgendwie so über 10.000 Abonnenten sind. Das ist irgendwie unglaublich. So, ja, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist von Jeku, wenn ich das richtig ausspreche. Er fragt, Hashtag fragt Austin, wie heißt du eigentlich? XD. Ja, ich heiße Niklas mit Vorname. Aber ich denke mal, die meisten wissen es. Es steht in meiner Kanalbeschreibung. So, dann kommen wir zu einer Frage, die habe ich eigentlich schon mal erzählt. Aber Alex Dietrich fragt, warum supst du mit der Maus? Und das ist eine sehr gute Frage. Warum supe ich mit der Maus? Also, ich habe Minecraft, glaube ich, 2014. Müsste ich jetzt auf die Rechnung schauen von meiner Razer Naga, die ich mal, glaube ich, 2014 gekauft habe. Und da habe ich einfach schon angefangen mit der Maus zu hotkeyen. Und am Anfang konnte ich selber noch nicht mit der Maus überhaupt nichts hotkeyen. Da konnte ich gar nichts. Da habe ich immer gescrollt. Da habe ich sogar noch irgendwo ganz alte Videos, wo ich noch überhaupt nichts konnte im PvP. Das waren so ungefähr die Zeiten, wo ich halt wirklich angefangen habe mit der Maus zu hotkeyen. Und es mir irgendwann mal irgendwie angewöhnt habe, dann damit zu supen. Und 5, 6, 7, 8, 9 zu hotkeyen. Am Anfang habe ich nur 1, 2, 3 gehotkeyt mit der Maus. Und 4 vielleicht wegen FNS. Aber jetzt mittlerweile hotkey ich einfach alles mit der Maus. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir einfach so angewöhnt. Da müsste ich mir jetzt irgendwie alles umgewöhnen und so. Und warum sollte ich, wenn ich eh irgendwie so zwei Razer Nagas neben mir habe? Deshalb, ja, ich glaube, das war's mit der Frage. Und es wurde beantwortet. Und dann sind wir auch schon bei der vierten Frage. So, die vierte Frage kommt von Lightingfire. Wie viel Spaß macht dir Minecraft noch? Skala 1 bis 10? Ja, ich denk mal, ungefähr so 7. Minecraft macht momentan eher nicht so viel Spaß. Ich spiele derzeit ein bisschen mehr Fortnite. Aber so generell macht Minecraft eigentlich noch Spaß. Solange nicht irgendwelche Kinder in AG abfacken oder beleidigen, macht es eigentlich noch Spaß. Und die fünfte Frage kommt von Nubix. Er fragt, Hashtag fragt aus, hast du schon mal gecheatet? Und ja, ich habe schon mal gecheatet. Und zwar schon des Öfteren. Habe ich schon mal obvious gecheatet auf ein paar Servern, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will. Aber Invis oder so gecheatet in meinen Videos habe ich noch nie. Aber das obvious Cheaten macht, keine Ahnung, es macht einfach auch Spaß, muss man ehrlich sagen. Also ich kann die Hacker verstehen, warum sie die Leute hacken, die das Spiel ernst nehmen, denn die regen sich dann meistens auf. Und ja, das macht natürlich Spaß, wenn man dann so sieht, wie die ganzen Leute ragen und so. Aber wirklich cheaten tue ich jetzt nicht mehr oder einfach tue ich auch nicht. Ich tue das nur manchmal, wenn ich wirklich überhaupt keinen Bock auf Minecraft habe. Dann cheat ich gelegentlich rein, aber jetzt nicht mehr. Aber früher halt. So, ich glaube, wir sind bei der sechsten Frage. Die sechste Frage kommt von NoAim. Er schreibt, schaffst du Giga-Damage auch in F1 und deine Recrafts sind echt krank? Challenge. Und das ist eigentlich ein ziemlich nices Format, bin ich gerade drauf gekommen. Also wenn ihr ein paar Challenges für mich habt, dann kann ich das immer in so einen FAQ einbauen oder Q&A einbauen, wo ich dann immer so ein paar Challenges plus Fragen irgendwie machen kann. Also Leute, wenn ihr ein paar Challenges für irgendwelche Sachen habt, was schwierig sind in Minecraft, dann könnt ihr gerne reinschreiben in die Kommentare, würde mich freuen. So, dann kommen wir zur siebten Frage, die kommt von Kalle Bedwas. Kannst du mal eine Roomtour machen? Und ja, ich habe schon öfter überlegt, eine Roomtour zu machen, aber ich warte noch, bis ich da so ein richtig nices Setup zusammen habe. Also ich habe schon ein ganz nices Setup eigentlich, aber ich meine sowas wie
dass es einfach alles nice aussieht mit so Kabelsalat nicht mehr. Also das wollte ich in nächster Zeit mal machen. Und dann wird auch eine Roomtour kommen. Ich denke mal, das ist so in ein paar Monaten. Sein wird vielleicht im Sommer oder so, werde ich vielleicht eine Roomtour machen. Mal schauen. Und ja, die achte Frage kommt von Saint. Er fragt, wirst du in Zukunft vielleicht Fortnite oder PUBG bringen? Und ja, derzeit bringe ich auf meinen Zweitkanal, falls ihr den noch nicht kennt, Fortnite ein bisschen einfach aus Fun. Auf Austrian. Da ist jetzt Austrian. Ich habe den eh in meiner Kanal-Dings verlinkt. Also falls ihr Fortnite oder andere Spiele sehen wollt, könnt ihr gerne auf meinen Zweitkanal vorbeischauen. So, die nächste Frage ist an der anderen Frage eigentlich angelehnt. Und die kommt von Gucci Super. Er fragt, was hältst du von Fortnite? Und ja, ich persönlich finde Fortnite eigentlich ziemlich nice. Also es ist ein nice Battle Royale. Es ähnelt ein bisschen Minecraft, deshalb steigen auch ziemlich viele Leute von Minecraft zu Fortnite um. Das hat man auch gemerkt, die Spielerzahlen von, also ziemlich vielen Servern, auch von Simple, sind um mindestens so von Gomme zum Beispiel 2000 wieder runtergegangen. Von 9000 oder so. Und von Simple sind ja auch von über 120 am Tag auf 80, 90 gesunken oder weniger noch. Aber ich persönlich finde Fortnite eigentlich ziemlich nice und spiele das auch momentan eigentlich ziemlich oft und mir macht's übelst Spaß. Vielleicht werde ich das auch mal streamen. Da könnt ihr auch meinen Zweitkanal abchecken, da werde ich das meistens streamen. Vielleicht auch mit Facecam mal schauen, wie ich so Bock habe halt. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. So, die, ich sage jetzt mal, letzte Frage kommt von Mitsuki. Wer ist deiner Meinung nach der beste Super? Also ich finde momentan kann man nicht wirklich sagen, dass es einen besten Super gibt. Aber es gibt schon so ein paar Kandidaten, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will, die schon ziemlich krass sind. Also so ein Austrian Gaming, der ist schon ziemlich gut in Sup. Also ich würde den zum Beispiel so an erster, zweiter Stelle packen als besten Super. Nein, Spaß, aber wirklich. Es gibt keinen besten Super, jeder ist in irgendwas besser und schlechter. Manche können besser recraften, manche können besser refillen. Und es gehört einfach alles irgendwie zusammen und da gibt es nicht wirklich einen besten, deshalb finde ich irgendwie, es gibt keinen besten Super und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Video, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, könnt ihr gerne ein Like droppen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.